Was verbirgt sich hinter der geheimen Kellertreppe, die Connor im letzten Part gefunden hat? Genau das werden wir versuchen, im heutigen Part rauszufinden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part mit unserer lieben Schneewittchen, Connor und den 4 Kids. Beziehungsweise werden es bald 5 Kids, denn wir haben ja im letzten Part auch herausgefunden, dass Aira wieder schwanger ist. Ich glaube, wir konnten noch nicht zum Ultraschall gehen, vielleicht schaffen wir das auch in diesem Part noch. Also viel Spaß und bis später! Und Connor ist natürlich immer noch total K.O. von seinem Fund und er weiß halt auch jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Wie ihr wisst, ist ja auch sein Vater irgendwie nicht zu Hause aufgetaucht und er war auch nicht bei Grimhilde, was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen bereitet, denn wo ist er? Auf jeden Fall hat dann die Frau von Connors Papa, nachdem Connor die Kellertür entdeckt hat, ihn rausgeschmissen und daraufhin ist er ja nach Hause gereist. Er ist natürlich hundemüde und Aira hat jetzt auch erstmal keinen Verdacht geschöpft. Er ist jetzt gerade hier zusammengebrochen, aber dann soll er kurz was essen und dann schlafen. Er hat Aira ja quasi erzählt, dass er ganz früh schon zur Arbeit ist und... Moment, jetzt ruft kurz Alessia an, aber irgendwie doch nicht, dass er ganz früh schon zur Arbeit ist und dann, weil es ihm eben nicht gut ging, von der Arbeit wieder nach Hause ist. Wie ihr vielleicht ja schon auch aus dem letzten Black Widow Part wisst, habe ich ja auch hier ein bisschen CC rausgelöscht. Deswegen sind auch die kleinen Mäuse jetzt ein bisschen umgestylt. Aber das zeige ich euch dann, wenn wir mal wieder im Cast sind. Und Skald hat den Meilenstein greifenfrei geschaltet. Liebesbrief. Raro schnappt sich sein Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur »Du bist süß« steht. Er glaubt, dass er von dem neuen Mädchen stammt, das immer so starrt. Fragt er es oder wartet er einfach ab? Ich denke, er würde abwarten. Raho entscheidet abzuwarten, ob sich jemand von sich aus meldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über ihn und einer ruft, hey Süßer. Raho zieht den Zettel hervor und wirft ihn nach ihnen, wobei er selbst über den Witz lachen muss. Irgendwann wird er tatsächlich so eine Nachricht erhalten, aber zum Glück noch nicht heute. Also haben wir ja quasi die richtige Entscheidung getroffen und ihn damit nicht blamiert. Aber dann ist er ja jetzt auch wieder aus der Schule zurück. Ihn habe ich nämlich auch ein bisschen umgestylt, wie ihr das sehen könnt. Er hat eine andere Frisur bekommen. Und genau, hier ist ja die Tür noch abgesperrt. Dann schließen wir die doch mal auf, weil sonst müssen sie nämlich immer hinten rumlaufen. Er hat wahnsinnigen Kohldampf, ist ja klar nach der Schule. Und was hat Harris denn? Er muss gebadet werden. Aira, bist du gerade kurz imstande, ihn zu baden? Mein Gott, er liegt auch einfach hier rum und hier ist die Toilette kaputt und ach herrje, hier liegt das stinkende Eike noch rum. Jetzt sind wir schon wieder schwanger. Hilfe! Wenn Raho dann aufgegessen hat, soll er nochmal seine Freundin Christina anrufen und ein bisschen mit ihr plaudern. Und Aira muss dann unbedingt mal bei Alessia anrufen und auch mit ihr plaudern und ihr sagen, oh Gott, Alessia, hier geht gerade alles runter und drüber. Und Connor wurde tatsächlich befördert, obwohl er heute zu Hause war. Das ist richtig geil. Er wurde befördert und ist jetzt Lehrer. Ah, sie kann ihn nicht baden, weil natürlich Skald hier davor liegt. Im Gitterbett liegen. Aber jetzt wird sie erstmal kurz bei Alessia anrufen und ihr das mitteilen. Und Alessia wird dann sagen, weißt du was, ich komme bei dir vorbei, ist überhaupt kein Problem. Ich helfe dir ein bisschen. Deswegen werden wir einen Übernachtungsbesuch hinzufügen. Alessia, sagen wir mal 2 Nächte und sie soll jetzt vorbeikommen. Bist du bereit, den Übernachtungsbesuch zu starten? Ja. Wir haben zwar kein Gästebett, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und da ist Alessia auch schon und sagt auch Aira, ja, ich sehe, wie beschäftigt du hier bist. Erstmal heißen wir sie dann auch willkommen. Jetzt legen wir mal den lieben Skald kurz ins Gitterbett und dann werden wir nochmal versuchen, Harris zu baden. Wie lange hat sie noch? In 7 Stunden ist das 2. Trimester und er wird angerufen von Panya. Hey Connor, ich bin's Panya, wie wär's mit einer Verabredung? Okay, also damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, denn sie hat uns ja beim letzten Mal rausgeschmissen, also was möchte sie uns sagen? Außerdem hat auch sie eine Glatze, weil das CC, was sie hatte, gelöscht wurde. Also würde ich sagen, wir packen uns Connor und treffen uns mit ihr.
Da ist die Gute. Ich habe ihr jetzt kurz ein paar Haare gegeben, weil sonst wäre es ja blöd. Ich wusste jetzt noch nicht mehr, welche Haarfarbe sie hat, aber ich glaube, dass es eben so ein Braun war. Okay, dann werden wir jetzt hingehen und ihr eine dramatische Geschichte erzählen. Und sie erzählt uns jetzt, dass sie einen Anruf bekommen hat, dass Connors Vater festgenommen wurde und dass sie ja überhaupt nicht weiß, worum es geht und dass es irgendwie um Dinos ging und um alles Mögliche. Nein, Spaß, natürlich ging es nicht um Dinos, aber sie hat ihm das halt jetzt erzählt und Connor wird dann mit ihr nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen und sagen, ja, Panja, aber du warst doch diejenige, die mich von dieser Kellertür entfernt hat und du musst doch irgendwas wissen. Also bitte, wenn du was weißt, dann behalte es nicht für dich, sondern sag es mir. Aber sie rückt erstmal nicht mit der Sprache raus und bleibt halt immer noch verhalten und sagt, nee, Connor, tut mir leid, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater verhaftet wurde. Und dann werden wir sie natürlich fragen, ja, weißt du, in welchem Gefängnis er ist und hast du eine ungefähre Ahnung, was er getan hat? Und sie sagt, nein, sie kann's, sie weiß es nicht. Sie hat auch versucht, Zutritt zu dieser Kellertür zu bekommen, aber sie hat diesen Schlüssel nicht und deswegen kommt sie da leider nicht rein. Und das ist natürlich auch was Connor versteht und deswegen wird er jetzt ihr aus dem Tief, das sie gerade hat, auch heraushelfen. Und Panya sagt ihm dann einfach nur noch, in welchem Gefängnis sein Papa ist und wenn er mehr erfahren möchte, dann muss Connor zu diesem Gefängnis reisen. Und Connor sagt dann, ja, Panya, danke für die Infos. Ich muss mir das jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen und deswegen reisen wir auch wieder nach Hause. Verabredung können wir beenden und gehen dann erstmal. Und Aira fragt sich natürlich wieder, wo Connor war. Und diesmal hat er aber auch eine Ausrede parat. Und zwar sagt er, ich bin einfach nur noch mal kurz zur Schule gefahren, denn der Direktor hat mir eine Beförderung gegeben. Und das ist natürlich etwas, worüber sich Aira sehr freut. Und deswegen wird er jetzt auch zu ihr hingehen und ihr mal ein Küsschen geben. Und dann kann er eigentlich auch gleich schon wieder weiterschlafen. Danke, dass du meinen Knopf betätigt hast. Raho, was machst du? Bitte mach deine Hausaufgaben. Oh, und er hat ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Das müssen wir dann auch noch machen. Aber Ava, du musst dich bitte unbedingt hier um die Toilette kümmern und aufwischen und hier auch mal reinigen. Den Kindern geht es soweit ganz gut, bis auf Harris, der ist ultra müde. Aber du kannst doch einfach dich ins Bett legen. Ach ja, und Alessia hat sich jetzt hier hingelegt. Okay, aber Ava ist natürlich gerade beschäftigt, deswegen wird er einfach so schlafen gehen. So, und Aira deckt jetzt Harris noch zu und fällt dann auch total K.O. in die Kiste. Connor hat auch 8 Stunden wieder bis zur Arbeit, aber ich würde sagen, dass wir ihn dann wieder einen Tag Urlaub nehmen lassen und dann uns mal auf die Reise zum Gefängnis machen. Oh, und wir haben vergessen, unsere Rechnungen zu bezahlen. Das ist doof. Das müssen wir dann unbedingt noch erledigen. Wir haben jetzt 5.18 Uhr. Aira, du musst bitte aufstehen und dich um die Kinder kümmern. Es hilft einfach nichts. Und Harris kann jetzt das Töpfchen benutzen. Super. Dann kann er nämlich wenigstens alleine auf die Toilette. Connor, du musst auch ganz dringend aufs Klo. Und du musst ja auch ein Gericht nehmen. Und Aira muss auch ganz dringend aufs Klo. Mein Gott, ist das hier ein Tumult, ey. Der Geburtstag von Ike naht. Meilenstein freigeschaltet, der Geburtstag von Skald naht. Dann muss sie duschen. Jetzt hat sie sich eingepinkelt. Mein Gott, ey. Komm, geh duschen. Und danach, da können wir zum Ultraschall gehen. Und jetzt ruft Stefan an, also der Bruder von Connor, und möchte plaudern. Gut, wir gehen hin und schauen, was er uns zu sagen hat. Und er sagt jetzt, Connor, du weißt ja, dass Papa im Gefängnis ist. Er hat mir jetzt gesagt, dass du ihn unbedingt besuchen kommen musst, aber wirklich dringend. Also mach dich bitte auf den Weg zu ihm. Und Connor sagt, ja, okay, alles klar. Ich schaue, dass ich so schnell wie möglich hier wegkomme. Und jetzt warten wir noch, bis Aira von ihrem Termin zurück ist und dann wird auch Connor losdüsen. Sie ist wieder zurück. Jetzt bin ich gespannt. Wir hängen es hin. Wir sehen, es ist ein Baby und es wird höchstwahrscheinlich
Ein Mädchen, super. Das finde ich richtig geil, denn dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Grundstein gelegt für unsere nächste Generation. Da müssen wir uns sowieso noch überlegen, A, welche Generation wird es? Und B, brauche ich unbedingt dann auch einen passenden Namen für die Generation. Also schreibt gerne in die Kommentare, mit welcher Generation wir dann nach der Schneewittchen Legacy auf jeden Fall weiterspielen sollen. Aber wir gehen jetzt wieder zurück zu Connor und werden mit ihm nun zum Gefängnis reisen. Beziehungsweise er wird jetzt noch kurz zu Aira gehen, wird ihr ein Küsschen auf die Wange geben und sie auch nach dem Entbindungstermin fragen, weil sie war ja gerade beim Frauenarzt und dann sagt auch nochmal ein Mädchen, schön, ich freue mich total. Aber Schatz, ich muss jetzt los in die Schule. Ich bin eh schon viel zu spät. Und deswegen wird er natürlich jetzt losdüsen. Und wir sind angekommen im Gefängnis von Newcrest. Connor ist total nervös und weiß nicht, wie er jetzt auf seinen Vater reagieren soll. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Und was Connor im nächsten Part erwarten wird, ob er es auf seinen Vater trifft und was er ihm erzählt, das werden wir dann erst im nächsten Part sehen. Schreibt mir bitte unbedingt, welche Generation euch als nächste interessieren würde und auch dementsprechend, wenn ihr Bock habt, einen Namen in die Kommentare. Also habt einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!